Yo Bros und herzlich willkommen hier zu diesem zweiten Part von meinem Foot Draft Video. Und wie gesagt, oder wie ich im letzten Video gesagt habe, werde ich jetzt hier den oder soweit in diesem Part soweit kommen, wie ich es schaffe. Hat das jetzt Sinn gemacht? Ich kläre es nochmal einfacher. Wir werden es versuchen, so weit wie möglich zu kommen. So jetzt. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns schon mal einen Gegner und wir sehen uns dann im Spiel. So, wir haben hier unseren Gegner. Dieses Mal könnt ihr auch das Team wirklich sehen, nicht zum letzten Part, wo ich es vergessen habe, das Team vom Gegner richtig reinzuschneiden. Hat auch kein schlechtes Team mit Suarez im Sturm, den Hero Ronaldo. Sonst ein solides Team auch mit Iniesta. Ich weiß nicht, ob das der ist, das glaube ich der erste in Form. Aber zwei oder drei, ich weiß gar nicht wirklich. Aber ist auf jeden Fall, glaube ich, der erste. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mit dem Spiel. Der Gegner über Ronaldo. Aber Messi wunderbar gemacht. Holt sich hier den Ball. Piqué. Coutinho. Ronaldo verliert den Ball an Arda Turan. Darf ihm hier nicht passieren. Und der Gegner gleich mal mit dem 1:0. Durch Andres Iniesta, ja, ich muss schon sagen, der Gegner schon viel stärker als der letzte, aber ja, erster Schuss, gleich mal ein Tor. Da kann Diego Alves nicht mehr ran. Ronaldo, Coutinho. Jetzt muss der Ball auf Messi kommen, wunderbar gespielt und dann trifft Messi in der 27. Minute zum 1:1. Das war wunderbar herausgespielt. Lionel Messi, unser Captain, erzielt das 1:1. Ronaldo, Coutinho, Iniesta und dann der Ball auf Messi und der macht hier natürlich das Tor. Wunderbar herausgespielt, er steht 1:1. Immer Ronaldo, in der Mitte steht Coutinho, wieder schön gespielt, das muss das Tor sein, 2:0, Coutinho trifft zum 2:2, ein schöner Ball von Neymar in die Spitze, dann steht dort Coutinho und der macht das Tor, wunderbarer Treffer von ihm, der gefällt mir wirklich, Coutinho, der Inform, Second ist das, oder auch der Erste, ich habe keinen Plan. Felipe Coutinho in der 34. Minute. 2:1 steht es jetzt für uns. Komm schnell der Eckball. Der kommt auf Messi und der Torhüter hält. Oh, schön gemacht. Neymar aus der Distanz und wieder kein Tor. Dann ist es Pause. Es steht 2:1. Der Gegner ist wirklich nicht schlecht. Also viel besser als der von vorhin. Hier sehen wir es nochmal im Überblick. Leichter Vorteil für uns, ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der zweiten Halbzeit. Iniesta, da ist Messi, aber er kann den Ball nicht annehmen, aber er holt sich den Ball zurück, zieht jetzt in die Mitte und da kommt der Schuss und was für ein Tor von Lionel Messi. 3:1, wunderbar gemacht, konnte zuerst den Ball nicht richtig annehmen, holt ihn sich zurück und macht dann so ein Tor. Macht sein zweites Tor in diesem Spiel. Hier sehen wir nochmal, was für ein Geschoss von Lionel Messi. Keine Chance für den Torhüter. Er steht 3:1 für uns. Gucke, spielt auf Ronaldo. Den haben wir noch nicht so oft gesehen in diesem Spiel. Jetzt zieht er am Gegner vorbei und dann trifft er die Latte. Stark gemacht von Ronaldo. Ah, da muss ich den Ball spielen. Gut gemacht von Ronaldo. Neymar hat immer noch den Ball, wieder die Latte. Das gibt es ja nicht. Der Ball bleibt aber bei Ronaldo. Geht jetzt in die Mitte. Schuss, wieder kein Tor. Der Gegner bekommt den Ball nicht weg, schade. Boah, viel Auswurf und Ronaldo übers Tor. Oh, Koke setzt sich durch und wieder der Torhüter mit einer starken Parade.
Tremolinas verliert hier den Ball gegen Messi. Der spielt den Ball auf den freien Neymar und der trifft nicht. Schade, hätte noch in der 90. Minute das 5-1 erzielen können. Das 4-1, Entschuldigung. Aber wir gewinnen hier trotzdem mit 3-1. Ja, die zweite Halbzeit haben wir richtig dominiert. Haben wirklich nichts mehr zugelassen. Keine Chance für den Gegner. Dafür wir mit sehr vielen Chancen. Ich muss noch an der Chancenverarbeitung arbeiten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Spiel wieder. So, wir haben hier unseren nächsten Gegner gefunden. Mit Jamie Vardy in Form im Sturm. Dann Aguero. Die Chemie, eine 88er Chemie, hat Bale in der Verteidigung. Ja, und er hat auch Iniesta Team of the Year. Mal schauen, wie diese Partie dann ausgehen wird. Neymar, Iniesta, schöner Ball auf Coutinho, aus der Distanz und der ist drin. Coutinho macht für uns das 1-0, also der Typ gefällt mir so gut. Wunderbares Tor, Iniesta, Coutinho, der schießt und der Ball ist drin. Er steht 1-0 durch Felipe Coutinho. Schöner Ball, Iniesta auf Messi. Der zieht jetzt in die Mitte, das muss doch das 2-0 sein, das ist das 2-0. Lionel Messi, unser Captain, erhöht auf 2-0. 23 Minuten gespielt, schönes Tor, schöner Ball von Iniesta, Messi zieht in die Mitte und schließt ab. Eiskalt, so kennt man ihn, Lionel Messi, mit dem 2-0 für uns. Geht er gleich mal ins Pausenmenü. Der Gegner wechselt gleich mal Ronaldo ein, ist das? Ja. Nimmt Vardy raus und wechselt Ronaldo ein. Der verliert den Ball an Neymar. Oh, der Ball kommt auf Ronaldo und das ist das Tor 2-1. Ein langer Ball und die ganze Abwehr ist ausgehebelt. Das kann es doch nicht sein, warum steht die denn so hoch? Ronaldo ist durch, 2-1. Ein langer Ball. So, zweite Halbzeit. Legen wir gleich los. Messi spielt nach hinten. Neymar wird es gleich ein Angriff. Messi verliert den Ball. Den Ball wieder nicht unter Kontrolle. Wieder ein Konter über Sterling. Oh, stark gemacht vom Gegner und er steht 2-2. Wir vergeigen hier die 2-0-Führung. Wow, Mann. Zweimal durch Ronaldo, den er eingewechselt hat. Ein Konter vom Gegner. Schlecht verteidigt. Dann kommt Ronaldo. War kein starker Schuss, aber dafür sehr platziert. Oh, mein Ronaldo setzt sich hier durch gegen Bale. Spielt dann auf Coutinho. Der Ball kommt durch. Coutinho, aber Buffon ist der, glaube ich, ein Tor, ja. Schöne Parade. Ronaldo und wieder kein Tor. Meine Güte. Unser Ronaldo hier mit der Chance. Diesmal Piqué auf der Linie weggeklärt und dann ist es das Tor. Nach dem Eckball. Unser Innenverteidiger Piqué macht uns das 3-2. Hier sehen wir es mit dem Kopf auf der Linie geklärt und dann macht Piqué das Tor. Und dann ist es der Sieg. 3-2 setzen wir uns hier durch. Starke Mannschaftsmoral haben wir hier bewiesen. Dank dem Tor zum 3-2 von Piqué. War ein sehr ausgeglichenes Spiel, der Gegner war sehr gut und ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann, glaube ich, im letzten Spiel ist es dann schon. Bis gleich. Leute, ich habe mir nochmals überlegt, noch einen dritten Part zu machen. Der dritte Part wird dann ausschließlich das Finale beinhalten, das wird dann das letzte Spiel sein. Wenn wir dort gewinnen, werden wir das Futraff gewinnen. Und ja, das wird dann im nächsten Part sein. Also, in diesem Fall, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch nochmal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert uns, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, ich haue raus und ich sage, ciao!